Bruno, ja, ihr habt leider verloren aus eurer Sicht, habt euch aber gar nicht so schlecht verkauft, so wie ich es gesehen habe. Wie hast du das Spiel gesehen und erlebt? Ja, ich sehe es ähnlich. Wir haben uns nicht schlecht verkauft. Sind einem blöden 0-1 dann relativ lang und früh hinterhergerannt. Aber ja, ich kann meine Jungs da keinen Vorwurf machen. Ja, sie haben dann alles versucht, alles in die Waagschale geworfen. Sollte dann leider nicht sein. Heilsheim hat eine gewisse Qualität, gerade auch im Spiel nach vorne. Das haben sie heute gut gemacht, die Heilsheimer. Und wir haben, wie gesagt, alles gegeben, aber es sollte dann am Schluss leider nicht sein, dass zumindest schon noch der Ausgleich fällt, den wir uns vielleicht aufgrund der letzten 20 Minuten verdient hätten. Aber ja, insgesamt ist jetzt der Sieg von Heilsheim nicht unverdient. Das muss man dann so sagen. Du hast ja die Mannschaft als Trainer erst zu dieser Saison übernommen, hast letzte Saison noch in dieser Mannschaft gespielt. Ja, wie ist dieser Wechsel vonstatten gegangen und wie geht es dir jetzt als Trainer? Ja gut, es war ja schon lange oder schon ein bisschen länger ein Thema, dass das irgendwann mal so sein wird. Der Marco Bäumer, mein Vorgänger, hat dann nach der letzten Saison zum Sommer gesagt, dass er sich gerne Auszeit nehmen würde. Dann hat der Verein mich gefragt, ob ich das machen will. Für mich stand dann eigentlich relativ schnell fest, dass ich das dann auch mache, weil es eh ein Ziel von mir war, ins Trainergeschäft einzusteigen. Ja, und da bin ich jetzt. Ne? Und ja, bis jetzt fühle ich mich ganz wohl draußen. Es ist eine andere Belastung wie jetzt als Spieler. Muss ich ein bisschen mehr Gedanken machen. Man ist schon ein bisschen ja, noch mehr darauf angewiesen, was die Jungs auf dem Platz so machen, wie sie sich an die Vorgabe halten, wie sie Gas geben. Aber ich habe da eine gute Truppe beieinander und bin da schon überzeugt davon, dass wir, auch wenn jetzt die ersten zwei Ergebnisse leider negativ waren, dass wir da schon noch in die Spur finden werden und mit den Jungs, die da sind, auch noch eine ordentliche Runde spielen. Wenn die Punkte jetzt in nächster Zeit vielleicht ausbleiben, kannst du dir vorstellen, die Fußballschuhe wieder anzuziehen und mitzukicken? Ja, das würde ich jetzt verneinen. Ja, wenn sich jetzt nicht 15 Spieler verletzen und mir wirklich jeden zusammenkratzen müssen, der noch einen Pass hier hat, dann verneine ich das. Ich denke, die Jungs können das auch ohne mich. Ja, auch, man darf das jetzt nicht nur auf die Ergebnisse dann immer schieben. Ja, jetzt haben wir zweimal verloren. Ich habe da vollstes Vertrauen in meinen Kader und spiele da jetzt auch nicht mit dem Gedanke, mir jetzt da die Schuhe wieder anzuziehen und zu denken, ja, wenn ich dann auf dem Platz stehe, ist alles besser. Ich habe gute Jungs, die machen das schon. Ich sehe die zwei, dreimal die Woche im Training. Jetzt müssen wir halt nur mal anfangen, uns zu belohnen. Aber ich lasse die Schuhe mal aus. Wie ist es für dich als frisch gebackenen Trainer, am Spielfeldrand zu stehen, aus der Distanz und nicht eingreifen zu können, aktiv ins Spielgeschehen? Ja, es ist, wie vorhin schon erwähnt, jetzt eine andere Belastung. Ja, mehr eine für den Kopf wie jetzt für den Körper. Man versucht vor dem Spiel, in der Halbzeit und während dem Spiel natürlich so gut es geht Einfluss zu nehmen. Wenn das Spiel dann mal läuft, ist man ein bisschen machtlos einmal. Trotz allem, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe einen guten Kader, ich habe gute Jungs, die auch zuhören, die ihr Bestes geben. Und ja, sie vereinfachen mir das dann schon ein bisschen, auch als Trainer Neulinge, also mein Co-Trainer, der Mönners und ich, sind ja beides Neulinge, müssen da auch noch ein bisschen reinwachsen, aber ich bin da guter Dinge, dass ich mit dem Kader, den ich habe, da auch erfolgreich sein kann. Hast du irgendwelche Trainingsmethoden, mit denen du dich auszeichnest, besondere Trainingsmethoden, und hast du vielleicht bestimmte Vorbilder als Trainer? Ja, bestimmte Trainingsmethoden würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, also ich erfinde Fußball nicht neu. Ich habe einige Trainer gehabt jetzt in meiner Laufbahn, versucht mir das Beste mitzunehmen, versucht den Jungs auf dem Platz ja, die Freude am Fußball zu vermitteln, versuche ihnen ja, ein gutes, abwechslungsreiches Training zu bieten, zusammen mit meinem Co-Trainer. Das mit Sicherheit auch mal anstrengend ist, aber ich denke, es macht auch Spaß. Ja, Fußball ist eine Sache, die Spaß machen soll und Spaß machen muss. Sonst funktioniert es nicht. Und ich denke, ja, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch wenn die Ergebnisse leider noch nicht stimmen. Klar, also ich gucke ja auch viel Fußball. Als Portugiese guckt man dann auch
José Mourinho natürlich, wie der seine Mannschaft einstellt, was für Typen der in der Mannschaft hat. Fürs Auge ist natürlich Guardiola einer, der seine Mannschaft immer dazu bringt, einen guten Fußball zu spielen. Auch wenn er da 400 Millionen mehr wie ich zur Verfügung hat, versucht man da natürlich schon auch ein bisschen zu schauen. Aber ja, ich denke, letztendlich ist wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet. Da sind wir gerade dabei und wie gesagt, ich glaube, dass wir da mit dem Kader, den wir haben, auf einem guten Weg sind. Nächstes Spiel ist ein Auswärtsspiel gegen Ersing. Wie stellst du deine Mannschaft darauf ein und was meinst du, was euch bei diesem Gegner und Spiel erwartet? Ja gut, Ersing wird dann, ja, ich denke, als Aufsteiger eine gewisse Euphorie natürlich im Moment auch mitbringen. Habe jetzt heute gegen Nifon gewonnen. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Ja, das Endergebnis war auf jeden Fall 1-0 für Ersing. Ja, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Ja, da sind wir auch nicht in der Position dazu. Wir haben jetzt aus zwei Spielen 0 Punkte geholt. Trotz allem fahren wir mit einem gewissen, ja, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen trotzdem auch nach Ersingen. Ich denke, dass wir dort nicht chancenlos sind, wenn wir es schaffen, jetzt die heutige letzte 20, 25 Minuten von Anfang an mal auf den Platz zu bringen. Denke ich, dass wir da mit Sicherheit auch was Zählbares holen können. Aber wir werde auch Ersingen nicht unterschätzen oder überheblich irgendwie jetzt da zum Nachbar fahren. Das ist uns schon bewusst. Bruno, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche viel Erfolg. Vielen Dank, Dankeschön.